aus Richtung Ballersbach kommend geht es auf der B255 in den Ort, vorbei am Ortsschild in Richtung Burg. Rechts ab geht es in die Hohe Straße Richtung Alte Schule. Links das Fachwerkhaus der Familie Garnath. Entgegen kommt uns Frau Bachmann, eine alte Flüchtlingsfrau. Dahinter Emilie Menger, genannt Minger Schmiele, und Mielchen Deusing, Dams Mielche. Hier mit der Puppe im Arm Gisela Gattermann. Rechts die Tochter von Kurt Decker, Gabi Decker, verheiratete Thielmann. Rente abholen will hier Heinrich Gräf, genannt Schitzegräf, der Opa von Helga Garnath. Lisa Haas, die Mutter von Eberhard Haas. Margarete Klaas, Klaase Kret genannt, Oma von Brigitte Streibelt. Das Postamt steht heute leer. Frieda Hens, Bürgermeister Frieda, ledige Tante von Martin Hens. Kurt Hens, genannt Bumskurt mit der Sense. Wilhelm Hens mit der Mähmaschine, der Opa von Martin Hens. Ella Gabriel, Christe Ella, die Tante von Rudi Bickel. Sie lässt das Auto vorbei, aber dann quer über die Kreuzung zu ihrer Mutter, Emilie Bickel, genannt Christe Miele. Erika Abel, die Schwester des damaligen Bürgermeisters Hans Weber, schreibt das neue Angebot auf die Tafel. Erika Abel und Rosa Breitenstein hinter der Theke. Lottchen Decker, heute verheiratete Seitz, bedient die Frau des Bürgermeisters Hildegard Weber mit ihrer kleinen Tochter Dietlind. Irmtraut Bickel, genannt ist Sprengersche. Christe Ella sucht wohl ein Geschenk in Webers Laden. Hier einen Blick in den Hof, genannt Zhebche. Otto Weber, der Vater des Bürgermeisters, führt sein Pferd zum Tränken an den Dorfbrunnen, genannt Deckerspurn. Inge Diehl, die Mutter von Jörg Diehl. Die Mädels zieren sich vor der Kamera. Weiter geht es auf der Bundesstraße Richtung Burg. Elli Benner, Horse Pauls Elli, Oma von Alice Gabriel. Johanna Kohlstadt zieht sich schnell zurück. Frieda Peter vom Gewenn, Hans Gabriel, genannt Mooshans. Inge Deusing mit ihrem Sohn Harald unterhalten sich in der Poststraße mit Otti Bickel, Mutter von Karl-Heinz und Horst Bickel. Weiter geht's wieder auf der B255 Richtung Burg. Hier ein Blick auf den Hohen Rhein, der heute vollständig bebaut ist. Mit dem Fahrrad Elsbeth Deusing, verheiratete Staus, und Eva Bernhard, verheiratet mit Manfred Bernhard in der Georgstraße und eine Freundin von Eva. Das alte Schulhaus am Hohen Rhein diente als Lehrerwohnhaus. Hier die Tankstelle Welsch, dahinter das heute von Lothar und Leni Funk bewohnte Haus. Und wieder mit einer modernen Mähmaschine Lenchen Deusing, genannt Wietz Lenche, mit ihrem Vater Simons Wilhelm. Ein moderner Reisebus des Reisebüros Welsch. Ein weiterer Bus der Firma Welsch. Und dieser scheint wohl reparaturbedürftig zu sein. Im Mercedes fährt der Juniorchef Walter Welsch an die Tankstelle.
Sein Vater, der Seniorchef und Firmengründer Heinrich Welsch, betankt den Mercedes seines Sohnes Walter. Hier ein langjähriger Mitarbeiter der Firma Welsch, Ernst Hendrich aus Burg, Ehemann von Trude, geborene Bickel. Walter Welsch verhandelt offenbar. Die Nachbarin Gisela Schütz scheut die Kamera, ebenso ihre Schwiegermutter, die alte Frau Schütz. Lieschen Deusing, genannt Schütze Liesje, nimmt die Wäsche von der Leine. Sie ist die Oma von Harald Deusing. August Georg, der Vater von Irene Kessler, zieht die Mütze zum Gruß. Hier die Franzstraße, links das Elternhaus von Gerhard Indertal. Martha Gabriel, Horsmada, flüchtet schnell ins Haus. Welsche Moritz bringt einen Pflug in seine rechts im Hof gelegene Schmiede. Mit dem Fahrrad Marianne Georg, verheiratet Piscator, und ihre Schwester Irmgard, Töchter von August Georg. Ein Blick in die Franzstraße, links das Elternhaus von Harald Göbel im Rohbau, rechts im Obstgarten Olga Gabriel, Sophies Olga, Oma von Rainer und Erwin Gabriel. Die Uroma und Oma von Rudi Rudenkolk, Lina Benner, Hannes Jeslina, mit ihrer Schwiegertochter Dora, geborene Seelow, und im Kinderwagen der Sohn Friedhelm. Hannelore Benner, die Schwester von Helga Georg. Hier der Opa von Hannelore und Helga mit Pfeife, genannt Ale Gorder Kall. Marianne Gabriel, Moos Marianne. Und die kleine Rita Endres. Volker, Sohn von Heinz und Helga Thielmann, macht mit seiner Cousine Ulrike Krämer einen Familienausflug mit dem Puppenkind. Die alte Gartenstraße, rechts mit Plakatwand am alten gemeindeeigenen Bullenstall. Caroline Götzel und Schwiegertochter Ella, geborene Decker, Hob Ella genannt, Oma und Mutter von Dora Merz. Heinrich Zimmermann, Opa von Jürgen Zimmermann und seinen Geschwistern. Links die Schusterwerkstatt und rechts der Ausstellungsraum für die neuen Schuhe von Schuster Werner Bickel, Bruder von Reinhold Bickel. Helga Thielmann mit ihrer Schwester Martha Görzel, Brücks Helga und Martha, mit Christa Sprissersbach auf dem Arm. Dahinter die alte Frau Brück, Brücks Jettche. Martha Georg, Oma von Kalli Decker. Nochmals Brücks Martha. Walter Gabriel, Hose Walder, im Einsatz mit dem Filmteam und Coca-Cola. Ein Anziehungspunkt für die kleinen Seelbacher. Hier wieder Rita Endres, sie hat offenbar großen Durst. Erna Jung auf dem mit Gras beladenen Wagen mit Emmy Benner, hinnersch ans Emmy. August Benner mit Enkelin Heidi, die Schwester von Rainer und Hansi Benner. Martin Thielmann, Sohn von Heinz Thielmann, hat auch großen Durst. Heinz Seelow, Spingler oder Mäuebiner Scheins genannt. Helmut Peter in der Firma Bickel und Jakob. Dahinter der Seniorchef und Firmengründer Theodor Bickel. Der Juniorchef und spätere Teilhaber Willi Jakob, der Großvater von Rainer Holzapfel. Werner Jakob bei Schweißarbeiten. Daneben Welsche Moritz und der Peter Helmut ebenfalls bei Schweißarbeiten. Nun prüft man, ob auch alles fest sitzt und hält. Tekla Jakob mit Tochter Lore, heute Holzapfel, steigen zum Chef ins Auto. Uroma, Uropa und Oma von Manuel Holzapfel, Karosseriebau.
Hier die Kirche noch ohne Außenputz des Kirchenschiffes. Links die Bäckerei Gabriel, Sophies Bäcker mit Blick auf das alte Backhaus, Backes genannt. Der Eingang zum früheren Verkaufsraum der Bäckerei mit Schaufenster. Im Fenster der Bäckergeselle Horst Laumann. Ella Gabriel, Sophies Ella oder Amme Ella, bedient Else Zimmermann, heute Holzapfel. Die Seniorchefin Olga Gabriel, Sophies Olga. Der Sohn und Juniorchef Walter Gabriel, Vater von Rainer, Erwin und Christine Gabriel, bestreicht die leckeren Kaffeestückchen, in Seelbach Zuckerweig genannt. Der Geselle bedient die Teigmaschine, während der Juniorchef Walter die Brote aus dem Ofen holt. Der Geselle bestreicht die Brote, damit sie eine glänzende Kruste bekommen. Zimmermanns Else mit ihrer Mutter Lina. Hier wird noch von Hand die Wäsche im Garten gewaschen. Mit dem Fahrrad unterwegs Marie Weber, Schäfer-Marie genannt, Schwiegermutter von Marianne Weber im Hasenhof. Im Gespräch Ernst Seelow, Genie, und Adolf Seelow, Bassengsgockel. Bei Ute Krumm vorm Haus mischen ihr Vater und ihr Onkel Hans, Behme Hans genannt, den Sand. Links im Bild der Bruder Werner Krumm. Im Fenster, im Haus gegenüber, unterhalb der Praxis Vossen, Gustav Schwarz, Bachschuster genannt. Anni Georg, die Mutter von Inge Capella, flott mit dem Fahrrad unterwegs. Hilde Krumm, Behme Hilde. Ihre Mutter Lina und ihr Bruder Ernst. Und im Kinderwagen die kleine Ute Krumm. Der Ausstellungsraum von Adolf Seelow, heute Sporthaus Förster. Im Rewe-Geschäft Seelhof bedient die Tochter Hanni Werner Jakob. Die nächste Kundin ist Gretel Menger, Mingersch Gretel aus der Heul, Oma von Christa und Petra Menger. Hier die Chefin Lina Seelhof. Der Chef Adolf erklärt eine Fotokamera. Die Straße zum Hirtenborn rechts, das Haus von Ewald Benner. Hier die Hohe Straße, der Abschnitt der Heulnow. Hedwig Brück, die Oma von Renate Rohner. Die Eltern von Alwin und Else Georg, Schuh Alwin und Else. Nochmal die Oma und Renate Rohner mit ihrer Mutter Hilde Indertal. Hildegard und Alfred Bickel vor ihrem Wohnhaus, früher Oppermanns. De Welsch Gredel und Sängersch Anne. Ernst Görzel, Hause Ernst und seine Ehefrau Ernestine, Großeltern von Christel Fuhrländer und Friedrich Wied. Elise Metz, Metze Liesje, Großmutter von Karl-Heinz und Klaus Metz und ihre Mutter Erika mit dem Sohn Karl-Heinz. Frieda Hens, ledige Tante von Martin Hens, Frieda robbt Rummelbleer. Sie freut sich über die Cola von Horsewalde. Ufterheul, im Vordergrund das Elternhaus von Ernst, Martin und Horst Naumann. De Winkelkredel, Sänger Frieda, auf der Bank Moritz Rudolf, daneben Angela Klaas, Mutter von Nadine und Florian. Klaus Decker mit seiner Schwester Ingrid. Elsbeth Schmidt, Moritze Elsbeth, Mutter von Angela, Schorsch und Volker Schmidt. Mit Luise Menges, Moritze Wiesje. Dazwischen Herbert Peter.
Die Kühe gehen zur Weide mit dem Kuhhirten Paul Bott, I-Paul genannt. Das Rathaus mit den Gemeindebediensteten Willi Metz, Rachner Schwilli, der Vater von Eberhard, Anno und Gerold Metz, Leni Götzl und ich, Helene Hilk, als Auszubildende. Bürgermeister Gustav Bernhard, Gretches Gustav genannt, Opa von Silke Felix, geborene Radusch. Gemeinderechner Julius Wied, Vater von Gerhard und Karl Wied, Histe Gerhard und Karl. Er zahlt als Demonstration Kurt Wagner eine Menge Geld aus. Das Standesamt, ein Pärchen kommt zur Trauung. Bürgermeister Bernhard als Standesbeamter schreitet zur Trauung von Ilse Merz, Dotte Ilse und Werner Gabriel, Heimann genannt. Die Trauzeugen Hans Gabriel, Moos Hans und Alfred Merz, Dotte Alfred, Bruder der Braut. Ilse schreibt zum ersten Mal den neuen Namen Gabriel. Geschafft. Walter Gabriel, Horse Walder, Bruder von Jenny Jopp und Gustav Gabriel, gratuliert mit Coca-Cola. Hannelore Benner auf dem Wagen mit Grünfutter. Elke Klaas, heute Bernse Elke, mit ihrer Katze und dahinter Renate Fleischauer. Hier das Geschäft von Elisabeth Göbel, genannt Hofmanns Lisabeth. Frau Göbel bedient Irene Gabriel, Dams Irene und Christel Held. Emmy Klinglöfer holt die Zeitung. Hier die Leihbücherei. Am alten Brunnen vor dem Geschäft Gring hat Ewald Benner seinen Durst gestillt und schon folgt der nächste Durstige. Adolf Decker hob Adolf mit einem Rind an der Leine. Die Fahrschule Gabriel, Chef Fahrlehrer Walter, Großvater von Patrick und Rebecca Thielmann, demonstriert eine Verkehrssituation. Hier die Funktion eines Vierzylindermotors. Der Fahrlehrer zeigt die Schaltung am Modell. Die Fahrschüler hören aufmerksam zu. Anstelle der alten Scheune rechts steht heute der Anbau an das ehemalige Rathaus mit Garagen. Geradeaus das Fachwerkhaus ist heute die Volksbank Dill EG. Metzemada und Naumanns Mienche beim Kartoffelwaschen. Hier das Sägewerk Jütt, Zimmerplatz genannt, lag an der Bundesstraße vor der Mühle. Ein stattliches Holzlager.
links Heinrich Krohmann, an der Bandsäge Günther Russ aus Ballersbach, mit dem Hammer Herr Jakesch, Lebensgefährte von Frau Klösel am Horsch. Auch hier freuen sich die Arbeiter über eine Erfrischung. Die langjährige Buchhalterin Hildegard Weil aus Wallenfels, im Maschinenraum Franz Gabriel, Schelder-Schwanz genannt, Theodor Decker, Hob-Theodor, Vater von Liesel und Anno Decker, schärft ein Sägeblatt. Hier fährt er einen Stamm zum Gatter und Josef Scholz kontrolliert den Einlauf. Scholz nimmt die geschnittenen Bretter in Empfang. Hob-Theodor bearbeitet den Stamm mit der Axt, damit er durchs Gatter passt. Jetzt wird das geschnittene Holz sortiert und mit einem Wagen auf den Schienen zum Lagerplatz gebracht. Das Wohnhaus des Mitinhabers des Sägewerkes Fritz Jütt. Auf dem Fahrrad unser heutiger Ortsvorsteher Eckhard Simon, mit seiner Mutter Elsa und an ihrer Hand sein Bruder Hans Werner. Die alte Volksschule auf dem Platz hinter der heutigen Sparkasse. Offensichtlich haben diese kleinen Schulschluss. Die übrigen gehen in die Pause. Hier ist es schwer, die einzelnen Namen zu nennen, da die Bilder zu schnell wechseln. Die Lehrkräfte Eugen Kohlstadt, Ernestine Müller, Helmut Ahelger und am Ende Frau Stoll. Mit solchen Spielen wurden damals die Pausen unter Aufsicht einer Lehrkraft gestaltet. Fickels Inge und Wötze Christa, beim Bockspringen mit Lehrer Ahelger, Kicker Fritz, Schuster Werner, Eckhard Förster, Friedel Deusing, Eberhard Merz, Bornops Günder, Bums Werner und Julius Bernhard. Ingeborg Wiesner, Kadi Benz und Mechthild Hens,
Käthe Reichenberger, die Schwester von Burkhard Görzel, Irene Wied aus der Jahnstraße, Inge Große, Schwester von Helmut Große, der Seelbacher Postbote Lothar Tetzlaff und Lehrer Kohlstadt. Die Pause ist zu Ende und zurück geht es in die Klassenräume zum Unterricht. Margarete Seelhoff, Selsa Schmalkretsche und Ingelore Götzl, Kurt Bickel, Ewald Bott und Eberhard Merz, Lotte Haas und Hannelore Welsch, dahinter Helge Indertal und Ursula Kempker. Der Sportunterricht auf dem Turnplatz mit Lehrer Ernst Schomber. Man hatte keinen Rasenplatz und keine modernen Turngeräte. Roland Plaum. Diszipliniert wird Aufstellung genommen. Ewald Bott streckt wieder die Zunge heraus. Karl-Heinz Gabriel, Max und Rainer Georg. Dippe. Herr Schomber zeigt, wie es geht, und die Schüler folgen dem Beispiel prompt. Das war die damalige Körperertüchtigung, und sicher war sie gut, denn man sieht nicht ein übergewichtiges Kind. Ein Blick übers Dorf zum Hain. Gisela Wied, die Ehefrau von Paul Wied, flüchtet vor der Kamera. Vom Turnplatz zur Kirche. Hier das Wasserwerk am Turnplatz. Fickerts Inge und Schwester Loni Seel mit Tochter Margit auf dem Arm. Dahinter ihre Mutter Fickerts Anna. Anna Peder, bekannt als Peder Inge. Hilde Jackel, Zips Hilde. Mutter von Eugen Jackel. Die Oma Zips Emma öffnet das Scheunentor. Das war der Hasenhof links von der Volksbank Dillege. Ein Maurer vom Baugeschäft Schütz. In der Lütsch. Rosa Wölk, Heinz Rosa, flüchtet vor der Kamera ins Haus. Kathi Neumann an der Hand ihrer Mutter Ella und die Schwester Elke. Herr Diener, ein sehr freundlicher Flüchtlingsmann. Lehrlinge der Gemeindeverwaltung, Leni Götzl und ich. Das Elternhaus von Eckart Hofmann. Hier seine Mutter Liesel, genannt Kranze Liesel, beim Holzhacken. Auf der Treppe Brigitte und Hansi Seelhoff, Cousine und Cousin von Eckart Hofmann. Deckerspurn, Treffpunkt und beliebter Spielplatz der Kinder. Das heutige Musikhaus Bickel, damals Friseursalon. Der Chef Rudi Bickel verpasst Josef Sommer, Sommerschuster genannt, einen neuen Haarschnitt. Jetzt bedient er Lina Hotz, die Mutter von Heinrich und Gerhard Hotz. Rudis Ehefrau Irmgard setzt Engine Peter eine Dauerwelle. Rudi prüft die Locken bei Helga Schnorr, Mutter von Steffi, Heike und Stefan.
Karin Gräb, Christe Karin, fährt im Kinderwagen Heiko Bickel aus. Engin Haas und Inge Wied, Fickerts Engin und Inge. Unterhalb der Hofeinfahrt das alte Backhaus. Ortsgerichtsvorsteher und Schiedsmann Paul Seeloff, Amme Paul genannt. Hans Theis mit dem Einachser zu Mähen unterwegs. Adolf Decker, Hob Adolf, unterwegs mit Enkel Peter Decker. Das Elektrofachgeschäft Julius Decker. Der Chef Julius mit Ehefrau Elfriede zeigen Toni Wokritsch, Christe Toni, ein Fernsehgerät. Ella Gabriel, Christe Ella mit Kälbchen, das offensichtlich nicht so will wie Ella. Hier die alte Ortsdurchfahrt, Herr von Seelbach. Für die Kinder im Dorf bedeutet das Filmteam eine besondere Attraktion. Wir kommen zum Textilgeschäft von Esther Kuplewatzki. Hier bedient Lore Rehm, Fester Schlore und Chefin Esther. Inge Peter, heute Diel, sucht eine Hose aus. Und Rosel Winn wird von der Chefin beraten. Bürgermeister Hans Weber führt offensichtlich ein ernstes Gespräch. Lina Wied, Mutter von Histekal und Gerhard. Auf dem Fahrrad Erhard Benner. Lina Seeloff, Welle Schlina, Oma von Gisela Gattermann. Die jungen Burschen am Treffpunkt auf der Bachmauer. Von links Franz Gabriel, Jucki Franz, Günter Götzl, Säuplatz Günter, Gerhard Decker, Hans Krauskopf und Armin Merz. Ehefrau von Heinz Benner, genannt Hoppekönigin, mit Tochter. Günter Haas mit Sohn Joachim auf dem Wagen mit Viehfutter. Brunnen vor der Brunnenschenke, Deckerspurn genannt. An der Theke Hans Zimmermann mit Motorradkappe. Hinter der Theke der Wirt Theodor Decker, Decker Stedor. Rechts Rudolf Welsch, Welschlages. Am Tisch rechts Edmund Kruppa und daneben Heini Göbel, genannt Panzerheini, Vater von Harald Göbel. Am Tisch Hans Krauskopf und Fritz Menger, Minger Schritz. Dahinter Herbert Krohmann. Die Tochter des Gastwirts, Etta Decker, Deckersch Etta, bedient die Gäste.
von der Turnhalle zur Kirche. Dora Dampfer sieht mit ihrer Mutter Bertha Schmidt, genannt Gehanne Wilms Bertha, den Küsterdienst. Sie schmücken den Altar für die bevorstehende Trauung mit Blumen. Die Kanzel stammt aus der alten Seelbacher Kirche. Das Taufbecken wurde im Zuge des Neubaus des Kirchenschiffes aufgestellt. Ein Blick vom Kirchturm in die hohe Straße, hier in den Hof, wo heute die Poststelle ist. Hier schaut man auf die alte Schule, das Ehrenmal für die Opfer des Krieges 1914-18 gegenüber der Kirche wurde zwischenzeitlich oberhalb der Kirche aufgestellt. Das Brautpaar Franz Peter, Sohn von Metzematter im Hasenhof, und Luzi, geborene Bäcker aus Bicken, sind auf dem Weg zur kirchlichen Trauung. Viele Schaulustige säumen den Weg zur Kirche. Erwartet werden sie am Kirchenportal von Pfarrer Clark und Willi Schmidt als Küster, Gehanne Wilms Willi. Im Laufschritt Maria Henz, Bums Marieche, gefolgt von den Feuerwehrleuten, die zum Einsatz eilen. Schnell kommen auch der Ortsbrandmeister Theodor Decker, Hob Theodor, und Ernst Becker, Spinglisch Ernst. In der Hohen Straße, gegenüber vom heutigen Sporthaus Förster, ist der Einsatzort. Ernst Seelhoff überwacht die Kameraden bei ihrer Arbeit. Werner Gabriel, Horse Werner, mit Sohn Klaus auf dem Arm. Gelöscht werden soll das alte Haus, heute umgebaut und genutzt als Praxis der Physiotherapeutin Ellen Vossen. Hier wird jetzt die Leiter angestellt. Arno Decker, Hob Arno und Otto Birkenstock. Karl Damm, Vater von Hans Otto und Christiane Damm. Links Hans Decker, Hob Hans. Karl Damm, Reinhold Merz und Bernhard Georg. In der Mitte Otto Birkenstock. Ortsbrandmeister Theodor Decker. Otto Weber auf dem Heuwagen. Nun geht es zur Autowerkstatt, Tankstelle und Fahrschule Karl Schnorr.
Heute ist auf diesem Gelände der Dachdeckerbetrieb von Timo Müller. Der Chef Karl Schnorr Junior, der Seniorchef und Firmengründer Karl Schnorr. Fritz Schnorr und eine Büroangestellte aus Dringenstein. In der Mitte Peter Wölk. Kathi Schnorr, Mutter von Florian Bernhard. Der Unterrichtsraum der Fahrschule. Herr Meister aus Burg, Buchhalter der Firma Schnorr. Der Chef Karl Schnorr. Walter Benner, Waldersche genannt. Auf dem Wagen seine Frau Lina und Sohn Bernd. Im Fenster Frau Forster, eine alte Flüchtlingsfrau. Irmgard Brandl mit ihren Kindern. Ihre Nichte Petra Georg, verheiratete Bruch, schmeckt es offensichtlich. Anna Bernhard, Oma von Heidi Hofmann. Waldersche mit Ehefrau Lina fahren ins Feld. Pauline Becker, Spinglisch Pauline, Oma von Bernd Seelhoff. Martha Benner, Simons Madasche, mit Mutter Emilie und Sohn Helmut. Lottchen Götzl, Mutter von Gisela Bernhard und Anne Hertweg. Lottchen mit Tochter Anne. Der Vater Helmut Götzl. Lore Wied, ihre Eltern Reinhard und Betta Wied und Bruder Günther, Ortsname Gasewitz. Ella Schnauz, geborene Gabriel, und Gudrun Seelhof, Cousine von Eckhard Hofmann. Helga Schnorr mit Tochter Jutta auf dem Arm. Margret Plaum, Ehefrau von Erich Plaum, mit ihrer Tochter und der Nichte Roswitha Schlacher. Ottmar Frank, Ehemann von Lilly, geborene Staud. Ernst Feile. Adele Wied, Krobstowitz genannt. Hannelore Haas und ihre Schwester Lotte, Tanten von Beate Werner. Lina Wied, Mutter von Histekal und Gerhard. Hedwig Bickel mit Tochter Silke Bickel. Mit dem Roller Friedhelm Klaas. Prinze Hilda und Dams Moritz. Prinze Inge, der Wirt Julius und Sohn Karl-Heinz. Heinz Schlacher und Ehefrau Ilse, Plaums Ilse und Gasewitz Friedje. Zimmermanns Karl, Hause Wenner. Links am Tisch Karl Peter, Vater von Anneliese Georg, Adjus Anne und Julius Drusheim mit den Söhnen Walter und Günther. Werkstatt von Heinz Seelhoff, Meubinner Heinz. Der Chef Heinz selbst bei der Arbeit. In der Türe hinten sein Schwiegervater Metzer Adolf. Links Rosa Sommer, Ehefrau vom Sommerschuster, Marie Merz und Hilda Gräf.
auf dem Fahrrad Erhard Benner vom Hainstück, Dietlind Göbel, heute Leichthammer, und Elfriede Piscator, Schwester von Ilse Weyershausen. Zimmermanns Hilde und ihre Schwester Elisabeth Klaas, Mutter von Bernse Elge. Elsa Klaas, Mutter von Friedhelm Klaas. Johann Lindner, Opa von Hans Jackel. Die Metzgerei Mast. Der Seniorchef Otto Mast. Der Junior Otto, die Nachbarin Frau Kraus will einkaufen, die Seniorchefin Martha Mast, die Schwiegertochter und Juniorchefin Käthe Krauskops Käthe. Einkaufen will auch Frieda Sommer, genannt Knetsche Frieda, Mutter von Gudrun Gabriel. Richard Klaas, Dick Luise Richard genannt, der Vater von Elke Benz. Auf dem sogenannten Stusskern wird Joachim Heimann gefahren. Rückwärts fährt hier Günther Götzl. In der Bäckerei und Konditorei Hans-Joachim Göbel. Die Schwester des Bäckers Dietlind und ihre Mutter Ella, Hotze Ella. Erika Götzl, Schleichs Erika, Oma von Carmen, Bam Bam und Geschwistern, sowie von Thomas, Andreas und Simone Knetsch. Elfriede Piscator, Marianne Köhlinger, Lotte Rühl, Krauskops Lotte, Schwester von Maste Käthe. Bäcker Joachim Göbel am Backofen. Nun geht's zum Kaufhaus Horz. Waltraud Tetzlaff kommt schon vom Einkauf. Bärbel Horz bedient Lotte Milde, rings Lotte mit ihren Kindern. Trude Bickel, verheiratete Henrich, Cousine von Margot Götzl, bedient Dietlind Göbel. Hier Margot Hens. An der Schublade Hannelore Georg, die Mutter von Peter, Frank und Matthias Schmidt. Vor der Theke Schleichs Erika, Bernhards Fritz und Naumanns Christel. Der Chef Heinrich Horz. Botz Johanna packt ein. Frau Bickel, Ehefrau vom Radio Bickel bei der ehemaligen Heißmangel. Margot Hens, heute Götzl. Martha und Otto Georg, Großeltern von Kalli Decker. Brigitte Seeluff, Cousine von Eckhard Hofmann. Der Polizist Rudi Peter, dahinter Peter Tollerian. In der Essenbachstraße. Mutter und Schwester von Alfred Benner, Abitz genannt. Helga Benner verheiratet mit Bornops Ernst, mit ihrer Mutter Madda, Hanje Kopsmadda genannt. Karl Georg, Fleischbeschauer, Vater von Heini und Franz Georg. In der Steintalstraße an dem Gemeindewohnhaus, Knödelvilla genannt, sieht man dem Filmteam entgegen. Hier das ehemalige Entbindungsheim Hain, das Gelände Steintal noch vollkommen unbebaut. Auch hier noch die Zufahrt und die Außenanlage nicht angelegt. Heidi Bott und Anita Brückner. Hier im Wöchnerinnenzimmer die Hebamme Marianne Hein und als Wöchnerin im Bett posiert ihre Tante Rosa Wölk, genannt Heinz Rosa.
Hier beruhigt sich ein werdender Vater offenbar mit einem Schinkenhäger. Ein Neugeborenes in seinem ersten Bettchen, betreut von der Hebamme Marianne. Heinz Rosa auf dem Weg zu den Privaträumen. Hier wird das Filmteam von Bürgermeister Hans Weber am Klavier unterhalten. Auch die Hebamme und ihre Tante hören offenbar aufmerksam zu. Ebenso Kurt Wagner. Hier die Mutter der Hebamme, Heinz Emma. Die leeren Bettchen warten auf die nächsten Erdenbürger. Siegfried Zuleger und Herbert Krohmann tun hier offenbar Unerlaubtes, die Zigaretten und die Lektüre. Ein Blick vom Steintal übers Dorf ins Ahrtal. Hier die ersten Häuser im Steintal, Alwin Simon, Metze Enge und Fleischbeschauer Scheini. Nun zur Walsenmühle, die noch mit der schönen Außenfassade besticht. Tiefsinnige Sprüche und wunderschöne Malereien zieren die Felder zwischen dem Fachwerk. Die Ahr schlängelt sich an der Mühle vorbei. Die Bahnlinie führt durch den Schacht auch direkt an der Mühle vorbei. Der Müllergeselle Martin Schmidt, Gehanne Wilms Martin, rechts mit dem Wachhund der Mühle. Der Müller Franz Benner, Bornops Franz. So sah damals ein Warnschild aus. Der Müller Franz schüttet Getreide in den Schacht zum Mahlwerk. Der Bürgermeister und der Müller. Auch Gehanne Wilms Martin bekommt eine Cola. Rechts Bornops Günther und Cousin Erhard Benner. Günther Kunz mit seinem Sohn Wolfgang vor dem Haus in der Hohen Straße, neben der heutigen Reinigung. Die Ehefrau Lieselotte und ihre Mutter Hänsel Lehnche und davor Anneliese Burmeister. Der Friseursalon von Rudolf und Mariechen Bernhard. Bordschauer Marieche und Rudolf. Er geht zum Friseur und der Chef verpasst hier einen exakten Haarschnitt. Der Mitarbeiter tut es ihm am Nebenstuhl gleich. Hier macht die Chefin eine fachgerechte Dauerwelle. Sams Ella setzt eine Tochter unter die Haube. Frau Wagner, die Mutter der Chefin. Fräulein Margot frisiert die Mutter von Silge und Hardy Bickel. Malis Decker, Frau Tolerian, Mutter von Peter Tolerian mit ihrer Tochter Angelika auf dem Arm. Hannelore Haas hält die Klappe für Teil 7. Rechts Rudolf Gabriel, Hannes ist Rudolf. Die Hauptstraße, rechts die Metzgerei und Gastwirtschaft Göbel, heute Pizzeria. Die Chefin Elisabeth, der Chef Karl Göbel, die Kundin Inge Krupper, Tochter des Bürgermeisters Gustav Bernhard, und hier Gebels Frieda, die Seniorchefin.
Frieda versorgt die Gäste in der Wirtschaft. Hier ein Bier für Otto Bickel, Morstersche genannt, Vater von Silke und Hardy Bickel. Und ein Bier für einen weiteren Gast, der Pause macht. Inge unterhält sich mit August Birkenstock, Vater von Friedrich, Otto und Leni Birkenstock. Maria Henz, Bums Marieche. Anna Gabriel, Dachdeckersch Anna, versteckt sich hinter der Zeitung. Kunze Johanna beim Hausputz. Hier geht es von der Hauptstraße zum heutigen Kindergarten. Auf dem Hainstück Horst Forster mit dem Fahrrad. Frieda Haus, Loges Frieda, Mutter von Willi Haus, flüchtet zurück ins Haus der Nachbarn Zimmermann. Ein Blick auf den alten Friedhof, hier ist heute der Kindergarten. Betta Bickel, Flur Spetta genannt, Tochter Johanna Förster hängt die Wäsche auf. Die Nachbarin Frieda Metz, Mutter von Metzkalche. Friedrich Förster mit Sohn Klaus. Den Bruder Friedhelm hat man ausgesperrt. Gegenüber der Apotheke Grillichs Anna mit Tochter Anna Brückner, ihr Mann Helmut mit dem Sohn Martin auf dem Arm, hier die noch nicht ausgebaute Friedhofstraße mit den ersten Wohnhausneubauten. Bei Brücks Else steht der Laster von Ernst Jackel, den der Sohn Brückkall fährt. Die kleine Ritter Menge, heute Ehefrau von Rainer Georg, Dippe, ihre Oma Emma Menger, die Mutter von Fritz Menger. Mengers Schäferhund hat Nachwuchs. Die Bergstraße. Krauskopfs Hans und Schwager Bieberfritz erneuern den Treppenaufgang. Das Haus bewohnen heute Dora und Klaus Schumacher. Heidelinde Heck. Die linke Seite der Bergstraße ist noch unbebaut. Lina Georg mit Enkel Joachim, Ihmche genannt. Der Seelbacher Bahnhof. Der Zug fährt ein aus Richtung Herborn. Schüler, Berufstätige und andere Reisende verlassen den Zug. Und ab geht es weiter ins Ahrtal bis Endstation Gladenbach oder Niederwalgern. Die Fahrzeuge der Firma Wunderer, Getränke- und Lebensmittelgroßhandel, Eier, Butter, Käse fahren im Konvoi auf das Betriebsgelände am Bahnhof. Heute ist auf dem Gelände der Rebemarkt. Der Junior Erhard Wunderer steigt aus. Der Seniorchef und Firmengründer Hans Wunderer überwacht den Betrieb. Erhard und der Mitarbeiter aus Überntal, Ehemann von Hause Inge, Schwester vom Haus Karl, laden die gute Rama. Edmund Krupper, Schwager von Franz Wunderer, transportiert die Rama zum LKW.
Juniorchef Franz sorgt für Ordnung im LKW. Hier wird im Lager geräumt. Erhard kontrolliert den Käse. Wurst, Gurken und Schweineschmalz in Mengen. Edmund Krupa rechnet mit Schwager Franz ab. Es gibt ständig zu tun. Der Cousin der Wunderer Junioren, Martin Georg, gehört ebenfalls zum Verkaufsfahrerteam. Erhard besteigt standesgemäß den Mercedes. Die Töchter von Bürgermeister Hans Weber, Marika und Dietlind. Die Karawane zieht weiter. Die Leute haben Durst und Hunger. Grete Götzl, Ehefrau von Julius Götzl, Veja Justi Julius. Rechts ihr Sohn Rainer und Jörg Decker. Jetzt geht's zum Sportplatz im Hirtenborn. Heini Schmidt, Schuster-Heini. Die Mannschaften laufen aufs Spielfeld. Herborn Seelbach gegen Ballersbach. Hier die Ballersbacher Mannschaft. Der Schiedsrichter Gustav Kessler, daneben Bernhard Peter, Heini Seelhoff, Friedrich Georg, Horst Georg, Kurt Henz, Joachim Göbel, Werner Götzl, Werner Piscator und Helmut Benner. Die Seelbacher Jungs im dunklen Trikot. Auf der Bank Horst Gräf, Adolf Moritz Schmidt, Arno Henz, Franz Paul. Zuschauer Karl Götzl, Biesebappe, Arnold Schmidt, Moritz Arnold. Heini Decker, Horst Naumann und Alfred Metz. Im Tor Krauskopfs Hans. Irene Gabriel Dams Irene mit Sohn Joachim. Martha Decker, Minka genannt, mit ihrer Tochter Ingrid und ihrem Bruder Ernst Seelhoff. Stauz Tekla mit ihrer Mutter. Wissner Strautsche. Karl Götzl, Opa von Günter Götzl am Säuplatz.
Heinrich August Götzl, Wehau just genannt, Opa von Burkhard Götzl an der Hart. Kadi Welsch, heute Krimmel, Garnewilms Kadi. Anna Pfeiffer und ihre Tochter Trude Beck mit Sohn. Emmy Peter auf dem Fuhrwerk, neben ihr Metze Bernhard. Gehanne Wilmsbetta mit Tochter Inge Welsch. Ein Blick in die Hohe Straße. Theodor Gabriel, genannt Pfarrer Heumann, Uropa von Tobias Gabriel. Hermann Henz, Binnerschwelms bei der Kirche, am Steinbruch. Heute ist hier die Anlage des Angelsportvereins. Der Chef Heinrich Hecker. Zu Beginn war es die Firma Heinrich Hecker und Co. Später wurde umfirmiert in Herborn-Seelbacher Steinindustrie. Hier werden die Steine noch mit der Schaufel und von Hand verladen. Auch den Arbeitern im Steinbruch ist zur Erfrischung eine Cola willkommen. Selbst den Leuten in der Wand und dem Sprengmeister, der die Bohrlöcher bestückt, bringt Walter Gabriel eine Cola. Die LKWs, die das Material durch den Ort transportiert haben, wirbelten viel Staub auf und sorgten damit für große Verärgerung im Ort. Es gab bei einer Kommunalwahl die sogenannte Staubliste. Achtung, Sprengung! Rudolf Sommer, Franz Gabriel, genannt Max, Arthur Georg, Vater von Rainer Georg, Dippe. Hier die jungen Turner. Körperertüchtigung sah damals so aus. Alfred Benner führt die Jungs an. Alle machen brav das, was Alfred vormacht. Der kleine Rainer Georg, der Dippe, macht das Schlusslicht. Julius Winkel, auf der Schulter sein Sohn Klaus, Fischer genannt. Rechts im Bild Wilfried Bahr. Jetzt geht es in Farbe weiter. Die Turnerfrauen. Gudrun Benner, Brunhilde Knetsch, Hilde Schäfer, Marlies Decker, Leugels Karin, Ingelore Georg, Lore Holzapfel, Irene Pfeiffer, The Hobliesel, Lore Rehm, Anneliese Hein und Fester Schmargit. Die Seelbacher Männer waren sehr gute Turner, hier am Reck. Franz Seelhof, Vater von Kerstin Seelhof. Helmut Knetsch, genannt Bickel Knetsch, Vater von Volker Knetsch. Der nächste Turner ist Manfred Krüger.
Dann folgt Alfred Benner, Abitz genannt. Hilfestellung leistet der Oberturnwart Franz Gabriel, Max. Als letzter Turner der Peter Helmut. Dachdecker Gerhard, Erich Menger, Vater von Ritter Georg, Walter Brück bringt den Ball. Auch die Damen haben Durst. Gustav Gabriel, Horse Gustav. Alice Schäfer. Der Polizist Oskar Jung, Großvater von Peter Jung. Der A-Gesangverein, ein stattlicher Männerchor mit ca. 50 Sängern, singt vor der Gaststätte Prinze vor einer großen Zuhörerschar. Der Spielmannszug Herborn Seelbach unter der Stabführung von Otto Hertweg, Opa von Ingo und Achim Hertweg. Die Turnerfrauen, die Turner, der Vorstand des Turnvereins, die Fußballer, danach der A-Gesangverein mit dem Vorsitzenden Hans Weber an der Spitze, danach kommt die Feuerwehr mit interessanten Einsatzfahrzeugen. Otto Berns lenkt die Kutsche, neben ihm Ernst Becker, Spinglersch Ernst. Martin Schmidt und Eberhard Nickel auf dem Anhänger. Der Umzug durchs Dorf fand großen Anklang. Viele Seelbacher Bürger säumten die Straßen. Willi Merz, Rachner Schwilli, Vater von Eberhard, Anno und Gerold Merz.